Ich frage mich, wofür die Kurbel ist, die wir haben. Ich bin sehr gespannt. Und auch an dich, willkommen zurück auf YouTube. Wir spielen weiter, Layers of Fear. Also wer solche Spiele mag, auf jeden Fall, genau. Kannst du das Game empfehlen? Ja, wer auf Horrorgames steht, so Psychokram wie Silent Hill PT-mäßig, kann ich jetzt schon so ein bisschen Fazit, weil ich bin ja über der Hälfte jetzt schon so gut wie durch, würde ich sagen, ja, es lohnt sich. Also es lohnt sich definitiv. Also es macht echt eine gute Stimmung, einen guten Eindruck. Story ist es auch sehr, sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich, Nein! Ratatouille! Es wird nie wieder einen Ratatouille-Film geben. Das erinnert mich wie diesen ersten Raum, den wir... Alter, diese alte Kackbratze! Alter, diese Knitterfalte! Don't look back, sagt sie auch noch. Und ich will mich gerade umdrehen, das spawnt die vor uns. Willst du mich verarschen? Alter, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Ich will es gar nicht sehen in der Webcam. Wie peinlich. Wo sind wir denn jetzt? Ich möchte ein Spiel spielen. Hallo Flex, willkommen. Du hast jahrelang vor deinem Bildschirm verbracht. Doch leider bist du jetzt in deinem Raum gefangen. Um hier zu entkommen, musst du deine Hände in die Zahnräder legen. Oder für immer in diesen Raum vergammeln. Leben oder sterben. Du musst wählen. Entschuldigung, ich mag die Saw-Filme übrigens. Wieso liegen denn hier so Handfesseln? Ist doch gut, Omi. Ist doch gut. Tut dir doch keiner was. Mein Schatz. Mein Schatz. Mein Schatz. Aber wir haben ja die Kur... Was ist das denn? Ich kann daran ziehen. Soll ich das tun? Was steht denn hier an der Wand? Ein bisschen Schmerz reicht weit. Wir haben nur die Kurbel. Wieso, wo ist denn die Kurbel eigentlich hin? Wir haben nur die Kurbel gesammelt. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn wir die Kurbel, wenn wir hier dran ziehen, dass die Ketten da weggehen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid, wer auch immer da schreit. Es tut mir leid, wer auch immer da schreit. Die Kurbel hat jetzt Lisa. Schön. Lisa. Heißt sie Lisa? Omi? Omi-Liebe? Hashtag Omi. Hashtag Lisa im Übrigen. Ich will dieses Spiel nicht. Ich will dieses Spiel nicht weiterspielen. Ich habe schon wieder die Stimmen gehört. Ich weiß nicht, wo die. Ah, hier. You fucking took it from me! My gift! I want it back, you hear me? I will bring you back! Drag if I have to! I will make it right, honey, I promise! I will make you right! Ja,
Das war ich gewesen, so höre ich mich an, wenn ich mit dem Let's Play fertig bin. Ich werde dich zurückholen, ich mache dich wieder richtig, ich werde dich wieder... Oh ja, bringt ja viel. Ich werde dich wieder hinbekommen, Alter, dieses Spiel, ne? Dieses Spiel ist so... Da ist wieder die Uhr. Ach, guck mal an, mittlerweile haben wir schon 6:05. Naja, die Zeit vergeht ja hier. Ist ja Wahnsinn. It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Komm, ist auch so ein Pac-Man, ne? Waka, 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 waka. Ja, noch mache ich Späße. Wollen wir jetzt wieder zurückgehen? Ich denke mal schon, ne? Hallo? Ich klemme. Was? War ich nicht? Geht nicht mehr. Ich meine, mein Stream hängt. Nein! Wieso geht denn die Tür nicht offen? Was? Hallo, kleiner Mann. Ich bin der kleine Mann, weil ich es einfach so gut kann. Ich bin der kleine Mann, weil ich so gut kann. Ich bin der kleine Mann. Kann ich mit der Uhr was machen? Nö, okay. Ich dachte, vielleicht geht die Tür jetzt vielleicht offen? Hä? Ist hier vielleicht... War doch gerade keine Tür, oder? Warte mal, kriege ich die Lampe wieder... Okay. Ich... Ich will das in der Aufnahme nicht sehen. Das ist so peinlich. Lisa! Lisa, was tust du mir an? Ich meine, hey, guck mal an, den Baum hätte man auch mal gießen können. Yeah, huch, hallo, da. Alter, pixelgenaues, sag mal, bleib so. Gefangen in der Tür. Also dieses Spiel, ne? Natürlich nach unten, wie bei Outlast. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich hier wieder Mount Massive, Half-Life 3. Darf ich aussteigen? Was? Nein, bin ich nicht. Nein, ist doch Quatsch. Nein, bin ich nicht. Nein. Nein, genial. Wer ist denn genial? Ich bin nicht genial. Das war in meinem Magen. Ich habe Hunger.
Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. Hickory dickory dock. Irgendwie ist auch die ganze Zeit am Regnen, ne? Ich frage mich, ob wir das eigentlich, eigentlich real erleben als den Typen hier, oder ob wir das einfach nur, oder ob das einfach nur Gedanken sind, die wir durchleben von dem. Kann man die andere Schublade zumachen? Nee, geht nicht, okay. Das würde mich mal brennend interessieren. Was steht denn da? Also da, wo der Punkt jetzt ist, das Rote. Was ist denn das? Da hat sich kurz überlegt, ob sie weinen soll. Was? Ah, hier. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Was, dude? Relax, I'm with you. Winghand, welcome to the Let's Play Live Show. Thank you. My English is not very good. My German is not much better. I'm so scary. I must. Das ist doch die Puppe, ne? Oder ist das? Obwohl doch. Jetzt mache ich die Tür zu. Ist mir egal. Jetzt sind wir alleine. Ich zeige den richtigen Hasen. Entschuldigung. Komme ich hier auch wieder? Hallo? Ich will hier raus. Ich will hier nicht sein. Sind es echt 47 Zuschauer? Ist es ja, Alter, ist ja halt wahnsinnig. LSD! 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 Ich will da nicht reingehen. Geh weg! Bin doch nicht bescheuert. Ciao! Alter. Lass dich nicht von dem Fleischklops erwischen. Der kommt gleich. Was für Fleischklops? Lisa? Mein Schatz, bist du's? Ich will da nicht reingehen. Wer ist das? Was macht die da? Hardcore. Hardcore. Ich will da nicht reingehen. Wer ist das? Geh weg. Wieso wusste ich das? Okay, man hätte auch vorbeigehen können. Ich wollte es ja.
Nicht zu ihr. Ich hab's trotzdem getan. Los, jetzt rein da. Bitte was? Wo bin ich denn jetzt? Alter, dieses Spiel. Okay. Du sollst da nicht reingehen. Ja, mein Gott, ich... Huch, was war das denn? Üpp. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder im Büro von uns. Aha, ich bin mal gespannt, ob wir wieder zurückkommen zum Anfang. So, ich gucke natürlich erstmal die Schubladen nach, wie ich es ja immer so mache. Alter. Kann man nicht leise die Schubladen aufmachen? Erstmal Licht an. Ah, unser Pfeifenset ist immer noch da. Was liegt denn da? Hä? Wir haben doch gar kein Telefon hier. Warte mal. Was? 363? Okay, warte mal eben. Warte mal eben. Ich schreibe mir das mal eben auf. Warte mal. Warte. 3, 6, 3. Ist jetzt nicht so schwer zu merken, aber ich schreibe mir das lieber mal auf. Besser ist das. So. Da lag gerade die tote Ratte drin. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eines der Gemälde. Diese Kunstnormale zieht Zehntausende von Bewunderern des durchschnittlichen und Sonntagskerner des Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht es so aus wie ein Resultat eines einwöchentlichen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. So wie ich hier in meinem Kämmerchen eingeschlossen, wo war ich denn jetzt, eingeschlossen war, von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seinen abscheulichen ... Okay. Na. Na, hallo. Vor allem, wir rufen da an. Vor allem um die Uhrzeit, ne? Wir haben uns ja jetzt 6 nach... Okay, Alkohol. 6 nach 3. Wissen wir. Das kommt ja aus dem Schrank, oder? Denn bitte sein Telefon im Schrank. Talk to me. Why won't you talk to me? Ach, jetzt müssen wir bestimmt die Nummer eingeben. Kann das sein? Warte, wie 363, wie? Na. Wie 3, 6, 3. Hä? Es kommt aus dieser Wand. Wie soll ich denn... Gibt's
hier noch ein Buch? Warte mal. Kann ich? Ne, kann ich nicht. Okay. Hä? Ich schau mal, ob ich hier ein Buch finde, was ich auch bewegen kann. Ich bin mir da... Was war das? Achso, im Übrigen, wir machen mal eine klitzekleine Folgenpause für YouTube. Und dann geht's spannend weiter mit Layers of Fear in der nächsten Folge. Also, mach's gut. Ciao.